Zu einem wahren Fest des Ehrenamtes wurden die Ehrenamtsspiele, die am vergangenen Freitag im Rathaushof in Bruck an der Mur stattfanden. Eine Veranstaltung mit viel Spaß als Hauptfaktor. Wir haben uns da viele Gedanken gemacht. Meine Evi Scherer hat mich da sehr unterstützt dabei. Und ja, es sind wirklich lustige Spiele geworden. Es ist Gott sei Dank für Publikum da. Und wir freuen uns, dass Sie die Leute unterhalten und dass wir präsent sein dürfen in unserem wunderschönen Rathaus. Die Zeit- und Hilfspreise gibt es seit 5 Jahren. Wir sind im Ehrenamt, rein ehrenamtlich tätig. Wir sind vom Bereich der Kinderkrippe bis in den Hospizbereich tätig und haben momentan 57 Damen und Herren bei unserer Gruppe dabei. Bürgermeister Bernd Rosenberger nahm die Auslosung für die Bewerbe vor und mit einem Pfiff der Jury startete man in die Spiele. Ob Schokoblättchen von A nach B zu bringen, was gar nicht so einfach ist, oder Schirme so zu werfen, dass diese auf einer Stange hängen bleiben, war der Sesselturm wohl eines der schwierigsten Spiele in diesem Bewerb. Spiele waren es wie bei den großen Fernsehshows. Und ich habe die für unsere Zeit- und Hilfsbörse so adaptiert, dass sie leistbar sind, dass sie finanzierbar ist und vor allem bastelbar sind. Und in diesem Zusammenhang muss ich meinem Mann danken. Ich habe die Idee und er war der Ausführende. Geschicklichkeit, Ruhe, aber auch Zeitdruck waren die wichtigsten Faktoren bei dieser Veranstaltung. Im Finale standen sich dann das Promi-Team mit Peter Koch und Andrea Winkelmeier und das Team des Langlauftreffs gegenüber. Und die Politiker verloren knapp im Finale. Alles in allem eine tolle Veranstaltung und fürs Publikum gab es dann noch das Ladenspiel, wo man tolle Preise gewinnen konnte. Ein Gewinn aber für alle, die Ehrenamtsspiele der Zeit- und Hilfsbörse Bruck.